Hallo, meine Lieben. Ich habe heute mal noch einen kleinen Mini-Haul. Und zwar war ich bei Teddy einkaufen. Kurz vor der Arbeit habe ich noch gedacht, mache ich mal noch einen Abstecher rein. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Sollte man immer nicht unbedingt machen, weil man findet ja immer was. Aber es ist nicht so arg viel. Ich möchte euch jetzt einfach mal nur kurz zeigen. Dann kann ich es nämlich wegräumen und schon mal ein bisschen verarbeiten, weil ich nämlich schon ein bisschen im Weihnachtsfieber bin. Im Weihnachtsbastelfieber, ganz schrecklich, obwohl wir ja den Herbst eigentlich noch haben. Aber irgendwie dieses Weihnachtsbasteln, das ja, lässt mich nicht in Ruhe. Das muss jetzt schon ein bisschen anfangen. So, also das Erste, was ich geshoppt habe, ich habe mir so schöne Servietten geholt. Die finde ich richtig schön. Also die kosten 1 Euro. Ja, die gibt es bestimmt vielleicht woanders auch billiger. Aber wie gesagt, es war kurz vor der Arbeit und ich war eh schon ein bisschen spät dran. Und deswegen habe ich gedacht, ich stürm nur kurz mal rein. Und die finde ich richtig schön. Und dann habe ich mir noch die geholt. Ups, jetzt stürzt gleich alles ein bei mir hier. Dann habe ich mir noch die geholt, die finde ich auch richtig schön, weil ich habe auch so kleine Boxen, so Pappmaché-Boxen oder Pappboxen, ich weiß nicht, wie die genau sind. Und da kann man auch so kleine Sachen einfach mal sehr gut gebrauchen. Ja, und auch für Tauschpost. Ich finde es auch ganz nett. Habe ich schon bei vielen gesehen, dass die ihre Geschenke ein bisschen drin einpacken. Ja, und da wollte ich einfach auch mir ein paar holen. Ich habe hier nur meine Tasche, weil ich nicht so viel sonst Platz habe. Dann habe ich mir zweimal dieses Konfetti mitgenommen und das ist halt einfach so ein bisschen jetzt weihnachtlich. Ich habe das schon in rosa und lila Tönen, aber ich dachte mir, ja, jetzt so ein bisschen für Weihnachten Gold und Rot und so. Ja, durfte zweimal mit. Dann habe ich hier den Kassenzettel. Also ich habe tatsächlich 25,50 € ausgegeben. Und ich kenne ja da eine, wo da arbeitet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich hätte jetzt gern noch eine Belohnung. Und dann hat sie mir einen Luftballon geschenkt. Tja, das ist meine Belohnung, dass ich jetzt für 25 € eingekauft habe. Mit der kann man aber so ein bisschen Blödsinn auch mal reden. Das passt dann schon. Hier habe ich mir so ein Washi mitgenommen. Ja, 2 €, aber das sind ja immerhin 5 Stück drin. Zwei ganz schmale, die nehme ich sehr gerne für Clusterbordüren. Also da mag ich die sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch richtig seht. Ja, doch, ihr seht das. Und das andere sind eigentlich, also es hat nichts mit Weihnachten zu tun. Das sind Wolken und Heißluftballon und sowas. Aber ich fand das ganz nett und von den Farben her hat es mir gut gefallen. Deswegen habe ich das einmal mit. Und dann habe ich diesen neuen Block entdeckt und die habe ich schon. Also, da habe ich da hier den anderen liegen. Da habe ich schon was rausgefrümelt. Die mag ich sehr gerne. Und ja, die kann man halt einfach toll verarbeiten, einfusen und Schüttelelement draus machen oder so. Also, und die sind halt richtig, richtig schön. Da gefallen mir die Blätter sehr gut, weil das halt alles so in so ja, schwarz, braun, blautönen sind. Oh, Happy Day. Oh, Happy Day. Passt doch gut. For you. Und dann, ja, mit Herz. Einfach nur ein Unzeichen. Enjoy. Ja, my dreams. Es geht alles irgendwie mit dazu als Kartenaufleger oder. Also, ja, gut, ich denke, ja, Bastler kann doch immer alles verwenden, oder nicht? Könnt ihr nicht? Ihr könnt doch alles verwenden, bestimmt. Und dann habe ich so ein Glitterpuder gefunden. Das ist ziemlich fein. Das hatte unsere irgendwie noch gar nie. Also ich weiß gar nicht. Das habe ich jetzt heute. Also schaut bitte nicht auf meine Hände. Ich war heute schon am Grenze binden im Geschäft. Also ich krieg's nicht weg. Das ist alles Harz. Ich habe die noch nie gesehen. Diesen Glitzerpuder. Das ist ja so ein richtiger feiner Puder. Ich kenne halt eben die Konfettiteile. Aber ja, unser Teddy ist nicht immer so gut aufgestellt. Also ich war jetzt auch wirklich überrascht, dass ich heute doch so viel gefunden habe. Dann habe ich, das lag in der Weihnachtsabteilung. Das finde ich sehr süß. Das sind so kleine Engelchen. Und ein Nikolaus und ach, keine Ahnung, was das alles ist. Das sind halt so Streudekoteile. Die kamen auch 1 Euro. Die finde ich süß, die durften mit. Und ganz toll, oh,
Ja, es glitzert und es ist rosa und es ist so schön und es ist so wenig drin und es kostet 1,50. Da ist echt nicht viel drin, 20 Stück für 1,50, aber naja, ich muss es echt mitnehmen. Dann habe ich wieder mal so kleine Organizer-Sets mitgenommen, so kleine mit Schere und Gedöns. Die finde ich ganz süß, die packe ich sehr gerne in Tauschpost, weil ich eigentlich finde, das ist halt immer was Nettes. Dann habe ich die noch in Gold. Ach, oh, die sind auch so, das ist halt, ach, es glitzert. Es glitzert, Leute. Dann habe ich, finde ich auch sehr cool, habe ich auch heute das erste Mal entdeckt, mit Rentieren in Kupfer, Kupferbrauntönen. Ach, oh, richtig schön. Also kann man auch gut aufkleben, weil es doch eine Fläche da ist zum Kleben. Seht ihr das so? So seht ihr es ein bisschen besser. Dann habe ich hier Sterne. Oh, die glitzern. Das ist doch das Geile an Weihnachten, oder? Oh. Ja gut, wenn es nach mir ging, dann, also wenn es nach mir geht und nach meinem Glitzer hier überall in der ganzen Wohnung, dann ist das ganze Jahr Weihnachten. Dann habe ich tatsächlich Washi mit Weihnachten entdeckt und zwar fand ich das recht cool, dass da auch so ein blaues dabei ist, weil ich habe mir ja bei Action diesen blauen Block geholt und da passt es halt natürlich auch super cool dazu, aber ja, drei Stück 1,50, ne? Schon ein bisschen teurer, aber es geht. Also, ich denke immer, mein Gott, was soll's. Dann habe ich total süß, so Glöckchen. Oh, und ich fand die so nett. 1,50 ist jetzt auch nicht gerade so günstig, weil es sind nur 10 Stück drin. Wir haben 5 glänzende und 5 matte und die sind in so einem Champagnerton. Und ich habe ja in meinem letzten Video oder vorletzten, ich habe keine Ahnung, wie lange das schon her ist, ich habe ja diese grünen Kugeln vom Action geholt, wo ich gesagt habe, ich werde mit euch zusammen einen Kranz machen mit diesen Perlmutt schimmernden Lichterketten und da kommen die mit dazu. Das wird da zu verbastelt. Und dann, das ist eigentlich dann auch schon das Letzte, aber halt mega geil. Ich packe das gerade mal aus. Mega geil. Ich muss das gerade echt so sagen. Mega geil. Richtig cool fand ich diese Aufkleber. Und zwar sind das Aufkleber-Sticker. Sticker 50 Stück für 1 Euro. Fand ich jetzt eigentlich okay vom Preis. Und ja, sind halt auf so einer Rolle. Ich weiß nicht, ich hatte die noch nie. Ich weiß auch gar nicht, ob es die gibt. Außerhalb von Weihnachten, weil das war jetzt auch alles in der Weihnachtsabteilung. Aber die fand ich sehr cool. Und die habe ich mir einmal mit den Herzen in so einem Rosé, ja, Rosé glänzend. Dann habe ich sie mir zweimal mit Sternen in diesem Rosé glänzend. Da wird aber eins mit Sicherheit in der Tauschpost landen. In Silber mit diesen Tannenbäumen. Also das ist richtig schön. Das ist wirklich schön. Und in Gold mit diesen Sternen. Also ich denke einfach für Weihnachten. Oder wenn man ein Päckel packt und wie gesagt die Päckchen ein bisschen verziert oder so, ist das ganz schön. Ja, das war so mein Teddy-Einkauf. Dann möchte ich jetzt euch noch was zeigen. Dann habe ich, räume das jetzt gerade mal nur geschwind ein bisschen weg. Das hört sich doch so cool an, oder? Oh, diese Glöckchen. So süß. Ich mag ja sowas. So. Und zwar habe ich heute Post bekommen von eBay. Ich habe bei eBay nämlich mir was ersteigert. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ein kleines bisschen enttäuscht, weil ich mir mehr darunter vorgestellt habe. Und ja, also es war recht teuer, 6,13 €. Und zwar habe ich mir, die Dame schrieb, sie will ihr Hobby auflösen und sie hat hier noch Charms verschiedene zu verkaufen. Und sie hatte nur ein Bild und das war auch ein bisschen so verschwommen. Und jetzt habe ich aber gesehen, oh Gott, Steffi, hilf mir. Ich habe vorhin noch mit der Steffi gesprochen und die lacht mich immer aus, weil ich das nicht aussprechen kann. European Beads Perlen oder so. Keine Ahnung, wie die heißen anscheinend. Also das sind im Prinzip
alles, oh bitte schaut nicht auf meine Handy, die sind so dreckig. Das sind alles solche, ja, Durchfädelösen mit einer Perle unten dran. Ich meine, die sind recht schön, so Glasperlen und so. Und die sind jetzt auch nicht aus Acryl, sondern die sind jetzt schon ein bisschen auch aus so einem, ja, Metall oder so. Aber also ganz ehrlich, ich fand es schon ein bisschen heftig. Also für 6,13 €, ich habe mir da echt irgendwie ein bisschen mehr drunter vorgestellt. Und also auch hier, das sind jetzt halt auch einfach nur so ganz normale Perlen. Also das ist jetzt nichts irgendwie Wichtiges. Ich meine, ja, hier hat es schon so mit Love und so. Also das ist ganz nett. Das, ja, so. Das finde ich ganz süß, aber ja, ich weiß nicht. Also, ich habe mir da irgendwie was anderes drunter. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich fand es jetzt auch einfach ein bisschen teuer, aber okay, gut, kann man jetzt nichts machen. Jetzt ist so. Ich habe hier so ein, was ist das, ein Hecht? Keine Ahnung. Ich habe mir die halt eigentlich gekauft gehabt, um sie an meine Chunky Charms zu machen. Und jetzt ist es halt blöd, weil die jedes einzelne an so einem blöden Beats-Ding da drin hängen. Jetzt muss ich jedes Mal mir überlegen, wie ich die dann festmache. Also ich meine, ich könnte mir die jetzt auch abfummeln, aber das ist mir dann auch echt einfach zu viel Arbeit und zu blöd. Aber wer weiß, vielleicht werde ich die mal, keine Ahnung, so nach und nach in die Tauschpost verschicken. Also das war so ein bisschen mein persönlicher Fail jetzt gerade. Ja, ich meine, gut, sie sind schon schön, aber wir werden sehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber egal. Ich habe jetzt sehr schöne Aufkleber gefunden. Das ist doch auch schön. Und bei mir glitzert überall alles. Das ist auch schön. Ja, das war so ein Mini-Mini-Video von meinem Teddy-Einkauf. Wie gesagt, 25,50 €. Ich habe noch zweimal Luftpolstertaschen ergattert für jeweils 50 Cent. Die habe ich aber noch im Auto vergessen. Also die liegen noch im Auto und der Rest ist alles drin. Genau, das ist mein ganzer wunderbarer Einkauf. Also das gehört ja auch noch irgendwie dazu. Ihr habt es ja gesehen. Okay, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Anschauen und beim Weihnachtsshopping. Ist ja schon schön, wenn man so das fürs Basteln einkaufen kann, das Weihnachtszeug. Also ich mag das ja sehr gerne machen. Und in den nächsten paar Tagen werde ich euch auch mal noch ein paar Craft-Updates hochladen von, ich habe neue Chunky Charms gemacht, ich habe schon einige Weihnachtskarten gemacht, die möchte ich euch zeigen. Also nicht, ich werde euch nicht alle zeigen, aber ein paar halt. Und ich habe ein Weihnachts-Mini-Album. Da bin ich gerade noch dran. Das, wenn das dann fertig ist, dann mache ich einen großen Mega-Craft-Update-Video-Dreh. Keine Ahnung. Genau. Und ja, jetzt ist es Abend. Ich hoffe, ich kann es hochladen bis morgen früh, weil bei mir im Internet, das ist nicht immer so alles picky-picky wie bei den anderen, die schon im 21. Jahrhundert angekommen sind. Und ja, wie gesagt, viel Spaß beim Shoppen und beim Geld ausgeben und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.